Hallo und willkommen, ich bin's MK3 und willkommen zu der neuen Show, möchte ich fast sagen. Ja, nicht ganz, aber wir machen quasi sowas jetzt, was total Neues, in Anführungsstrichen, zumindest bei mir am Channel. Jeden Freitag spiele ich random irgendein Spiel von meiner Steam Library und werft einen Blick drauf. Und vielleicht gefällt dem einen oder anderen, was er sieht, und sagt, hey, das ist ja gar nicht mal schlecht. So, um das Gerät hier kurz zu halten, was ist das hier? Endless Legend. Ja, die haben sehr viele andere Spiele schon gemacht, dieser Verein, nämlich zum Beispiel Endless Dungeon oder Endless Space. Endless Space habe ich mal gespielt, ist ein bisschen wie Master of Orion, so Planeten besiedeln und durchs All tigern und auf andere Rassen treffen und Handel treiben vielleicht oder einfach denen auf die Mütze hauen. Und das ist das ähnliche Variante halt auf dem Erdboden, beziehungsweise auf einem einzigen Planeten nur. Und ich vergleiche das gerne mit Master of Magic. Nein, natürlich nicht jetzt, dass das jetzt endlos krasse Magiesystem drin wäre oder sowas. Nein, aber so vom Gefühl her. So vom Gefühl her, wie ein paar Aspekte drin sind, kommt mir da sehr wie Master of Magic entgegen zumindest. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so kolossal toll wie Master of Magic. Aber gut, fangen wir mal von vorne an. Hier sehen wir jetzt erstmal die Übersicht. Ah ja, gleich schon mal der Hinweis darauf, ist es denn der Kampf im Spiel genauso schlimm wie von Endless Legend, dass man nämlich einfach nur Steinschere Papier klickt und dann hofft, dass man gewinnt? Nein, ganz so extrem ist es hier nicht. Die Werte der Einheiten als auch die Möglichkeiten, da zu interagieren, sind doch deutlich mehr. Man kann also wirklich sagen, du geh da rüber, du bleib hier, du lauf weg, so Sachen. Also nicht so wie ganze Flotte in den Tod schicken, nur wo man gerade sich verklickt hat. Na, sowas passiert nicht. Gut, fangen wir mal vorne an. Also, was haben wir hier? Wir können natürlich einstellen, wie viele Gegner wir auf der Karte haben. Achso, das sieht optisch danach aus, ein bisschen für die Leute, die es schon mal gesehen haben, natürlich Civilization 5. Weil es ist eine gute Idee, so sechs Hacks, ne? So sechseckige Felder zu haben und rumzubewegen. Und wer jetzt ruft, das ist ein Rip-Off davon, würde ich nicht sagen wollen. Gut, fangen wir mal an. Also ich habe natürlich Newbie-Level, weil ich sonst absolut in den Boden zerstampft werde in diesem Spiel. Nicht vielleicht da, weil ich immer noch ein paar Mechaniken nicht hundertprozentig durchschaut habe, wo ich schon ein paar Mal gespielt habe. Und ich natürlich immer wieder es mich weigere dazu, auch irgendwas durchzulesen, was infomäßig über das Spiel wäre. So, Custom Faction. Man kann auch eine eigene Fraktion bauen, genauso wie bei Master of Orion oder Master of Magic gewesen. Das ist, finde ich, toll. Natürlich auch wie bei Endless Space, wenn ich mich zu erinnern. Das mal gucken wir mal gerade drauf. Ich glaube, jetzt habe ich die nur zugelassen. Was habe ich hier drunter eigentlich? Oh Himmel! Oh mein Gott! Oh Mann! Man kann Zeiten für alles Mögliche einstellen. Also wenn ihr Multiplayer machen wollt, dann solltet ihr vielleicht Zeiten einstellen, dass nicht einer auf eine Stunde braucht für irgendwas. Und wodurch man alles das Spiel gewinnen kann. Ist auch eine wichtige Sache, weil es gibt da ziemlich viele Arten, wie man gewinnen kann. Oh mein Gott! Durch Punkte, durch Auslöschung der anderen, durch einfach, du hast mehr als der restliche von der Karte erobert. Durch Diplomatie, durch Wunder, durch Forschung. Und durch Feuerschaft. Und hier steht auch jemals erklärenderweise dabei, was genau man dafür braucht. Okay, gut zu wissen, habe ich bis jetzt noch nie drauf geguckt. Custom Faction, lassen wir die mal an. Lass mal den Dot mal ruhig drauf. Wobei, heißt es jetzt, dass andere das benutzen können? Was steht da drauf? Tenants, whenever not players may use their own. Ja, als einfach, ob das erlaubt wird. Ja, nee, dann lassen wir es an. Lass mal es an, damit ich auch gleich meinen eigenen Verein basteln kann, kurz. World Size, wie groß? Also, ne? Man kann, glaube ich, auch auf kleineren Karten mehr Leute einstellen, was aber sinnlos ist. Ich würde sagen, wir lassen es auf normal. Ist für 6 Leute gedacht. Gut, lassen wir es stehen. World Shape. Lass uns 4 Kontinente machen. Das hört sich mal gut an. Das machen wir Wasser ein bisschen mehr dazwischen haben. Kontinent Shape, regulär. Was hast du denn? Achso, chaotic, random. Ah, lassen wir es regulär. Vielleicht, dass alles ein bisschen eben ist, vielleicht. Temperatur, temperated, jopp. Wir wollen keine Tundra haben, wir kommen hier nicht auf Wüsten haben. Nee, brauchen wir nicht. Nein, lass, regular. Temperate meine ich. Topografie, was haben wir denn da Feines? Mehr hügelig, mehr Flachland. Lass mal es durchschnittlich, lass mal das so stehen. World Difficulty, hahaha, bitte easy. Das, meistens, die Spieler bringen mich nicht um. Irgendwelche wandernde Monster bringen mich meistens um. Deswegen lassen wir nochmal auf easy stehen. Good. Broken Law. Genau, jetzt kommen wir mal zu den jeweiligen Vereinen. Das ist nämlich sehr interessant, finde ich. Ich überspringe die mal ganz schnell. Also, was wir so haben. Am besten, ich zeige die. Nee, random nicht. Ich kann hier nochmal hier einstellen, dann Select Empire. Machen wir uns hier vielleicht. Ha, Schock. Gut, hier haben wir es auch. Wunderbar. Also, fangen wir vorne an. Es gibt die Windwalker, das sind so eine Art. Man kann sagen, obwohl die so Schlappohren haben,
ein bisschen übertrieben große Schlappohren, sind das sozusagen, hey, unsere Baumschmuser, also so, ne, so Richtung ein bisschen so Elfen, die im Wald leben und so. So in der Art sind die drauf, obwohl die Wild Walkers heißen, nicht Windwalkers, Wild Walkers. Und hier sind auch die Bogenschützen meistens bei, deswegen, das sind so quasi Elfen, nur deren Ohren, wie gesagt, sind extrem groß. Und da brauchen wir gerne viel zu erzählen von denen. Warte mal, was haben die noch eine Einheit? Ach genau, man kann so ein bisschen gucken, was die an Einheit haben. Hier natürlich Bogenschütze als erstes, danach haben die so eine Art, was ist das? Schamanenverschnitt. Und dann haben sie so eine Art, ja, als Baummenschen, deswegen, ja, das sind schon Baumschmuser, hätte das hier, ganz klar. Dann haben wir die Broken Lords. Die sind sehr cool, weil die haben quasi keine Bevölkerung, die wächst von natürlicher Weise, sondern muss die quasi mit Geld kaufen. Weil der Gag ist ja hier, das Gold ist auch gleichzeitig wie Magie. Man kann das also ineinander umtauschen, wie man halt lustig ist. Und die leben quasi von der Magie, in Anführungsstrichen, halt durch das Geld. Und deswegen kann man mit Geld quasi Bevölkerung kaufen, was eine sehr interessante Idee ist. Was natürlich auch auf lange Sicht sehr teuer wird für den Verein. Aber am Anfang kriegt man einen unglaublichen Boost, weil man halt die ganze Stadt vielleicht so batsch voll kleistern kann mit Leuten. Und die müssen halt warten, rundenlang. Cool. Und die haben auch Lebensentzug als Angriff. Die können sich aber sehr schlecht selber heilen. Die müssen uns immer andere haben, um sich selber zu heilen. Oder halt wahnsinnig viel Asche bezahlen, damit sie sich heilen dürfen. Ist trickreich. Deren Typen sind richtig so Vollplatentyp im großen Schwert und Zweihand. Zweihandschild wollte ich gerade sagen. Ha, das wird ein Problem. Nein, ein großes Towerschild und so ein Zweihandschwert als Einhandwaffe. So richtig Bam. Und die haben so ein paar Reiter, die sind auch sehr interessant. Und am Ende hier. Die sind sehr cool. Wenn die einen finnischen Move machen, also wenn die quasi Gegner umbringen, dann wird quasi die Lebensenergie von den gefallenen Gegnern auf alle Truppen, die gerade im Nahkampf mit denen sind, halt verteilt. Was ich sehr cool finde. Ja. So, guck mal, Volda, das sind so. Die sind mit dem Raumschiff abgestürzt. Ja, man kann sagen, die sind von Endless Space quasi mit einem Raumschiff abgestürzt und sind jetzt hier gestrandet und versuchen das Beste. Und machen so eine Art, ja, hier kommen wir, haben Armbrüste und ein Schild und ein bisschen bessere Rüstung. Die haben auch, glaube ich, so einen Offizier, der ein bisschen tougher schon ist. Also ein, der ist halt so, Und die haben dann so eine Art Roboter hernach. Golem, Roboter, so ein Typen. So aus den Schifffrackteilen zusammengeschustert. Und unten drunter gibt es auch immer so interessante Fähigkeiten, die immer haben. Sowas wie Infantry Slayer. Je höher der Wert ist, desto besser hauen die halt Infanterietoten. Also Geschichten und Special-Fähigkeiten. Brauche ich nicht lange darauf eingehen. Mache ich dann, wenn ich einen Verein gewählt habe. Nekrophagen. Die fressen einfach Tote. Das heißt, man, die wollen gerne alles totschlagen und sind danach aufzuessen. Und wie ihr seht, das sieht. Das ist so, als ob das Typ eine Spinne wäre. Ne, lassen wir mal. Wie sieht man hier, wenn der Bauer schon so aussieht wie ein Bienenschwarm, der am Rücken trägt. Und hey, die hier. Ich kann das nicht mal sagen, was es ist. Und das ist so eine Art fliegendes Vieh, was schießen kann. Und sieht aus wie ein großer Wurm, der alles frisst und danach alles Leute totkotzt. Lass uns die mal so stehen. Die sind widerlich in meinen Augen. Aber ja, die gibt es halt auch für die Leute, die unbedingt alles totschlagen und essen wollen. Wunderbar. Und dann haben wir auch tatsächlich rein Magier. Also ein Verein, der quasi aus Magiern besteht. Also die Kultur von denen besteht aus Magier. Deswegen auch hier. Wir haben natürlich einen Antigraf. Einen magisch schwebenden, an Ketten befestigten Sitz. Macht Sinn, sonst haut er womöglich ab. Was haben wir noch? Hier die Typen, die können Nahkampf-Zauberer, wenn man so will. Die machen einen Blitzschlag gegen alle Gegner. Die hatten aber super wenig aus. Das habe ich jetzt mal schon gesehen. Wirklich so, wir machen euch platt und wenn nicht, sind wir sofort tot. Dann gibt es die noch quasi in der Fernkampf-Variante, die dann richtig böse werden, weil von hinten schießen ist immer gut. Und dann gibt es am Ende noch so ein fliegendes Vieh. Kann das nicht auch schießen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob der schießen konnte. Aber ja, die sind halt auf rein Magie und der ganzen Typen sind entweder hier von Magie versklavte Typen oder eben also magische Geschöpfe. Und die können auch zaubern. Das sind die einzigen, die wirklich zaubern können auf der Oberlandkarte. Deswegen interessant, aber schwierig, weil die halt keine Verteidigung haben, die Idioten. Und hier wären wir so quasi die, ich hätte fast gesagt die Bettler. Nein, so den Nomadenverein, der mehr auf Handeln basiert ist. So, ja, lass uns handeln. Und deswegen haben auch deren Typen recht hier so Reiterei, so Handelskarawanen-Typen, die ein bisschen, haben die nicht Bogenschießen auch? Mensch, nee, die haben Charge, dann haben sie auch keinen Bogen. Nee, so rein Charge-Typen, die relativ cool sind. Dann der berittene Bogenschützen, genau, da war's. Und am Ende halt so, das sieht sehr wüst aus, irgendwie so ein. Das, der erste Misch zwischen einem Schiff und einem Tier, würde ich das fast nennen. So ein Rambock vorne dran. Aber generell, sehr interessanter Verein, gerade weil er halt sehr viel Asche hat. Asche haben in dem Spiel ist sehr gut, wenn man sich alles kaufen kann. Dann haben wir haben Drachen, sehr cool. Wir haben Drachen auch hier, also Drachen-Schwertkämpfer hier mit Schild, lol. Einfach Typen, die fliegen können, jo, macht Sinn. Und am Ende einen richtig großen Drachen, Anten Dragon. Ja, das ist großartig, fast was die alles haben. Da können natürlich noch neutrale Einheiten nach dem Spiel haben. Und Kultisten. Die sehen aus wie Puppen und genau das ist es quasi. Die sind alle bescheuert.
Ich meine, guck mal hier, das ist ein Typ, den scheinbar an nicht mehr vorhandenen Armen Ketten montiert wurden, dass er zieht. Das ist nicht nett. Das ist absolut nicht nett. So nach dem Motto, wir haben den wahren Glauben und jeder, der nicht für unsere Sache glaubt, der muss sterben. So ungefähr. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass die jetzt da... Die sind einfach Sklaven sind. Das sind quasi Sklaven von irgendeiner bescheuerten Gottheit, so ungefähr. Deswegen, man sieht das, sind eigentlich nur noch Puppen von denen. Deswegen sind alle... Das passiert, wenn man zu lange irgendwelchen Kultisten in der Nähe läuft. Sowas passiert. Tja. Und das ist, glaube ich, mein Verein. Ich habe die Necrons getauft. Ja, nach 40.000 Vorbild. Natürlich, natürlich. Es sind natürlich Nekrophagen. Von vornherein, ist klar. Und das ist, die haben auch Inhalte. Die sind die genauso wie die anderen zu spielen. Also ich habe mir da ein bisschen... Also ähnlich wie Hidi. Nur ich habe halt ein paar Sachen ausgetauscht hier unten. Dass hier zum Beispiel ein paar Sachen, wo ich mir sage, das ist Quark. Zum Beispiel ein paar Forschungssachen habe ich ausgetauscht durch irgendwelche coolen... Boni, die kriegen, wenn sie in der Landschaft halt ihre Sachen bauen. So, jetzt aber, bevor wir jetzt noch weiter Zeug erzählen, wir sollten was Neues bauen, weil Necrons ist so, nehmen wir die mal weg. Machen wir die mal weg? Ja, ich will die wegmachen. Die waren eh nicht so glorreich. Die haben alle verloren. So, wir editen einen neuen. Jetzt können wir natürlich uns überlegen, welchen Verein wir hier nehmen. Jetzt habe ich Windwalker. Können natürlich einen anderen nehmen. Wir nehmen mal die Magier. Vielleicht ist das mal eine Idee. Magier können wir auch sehen, wie die schnell sterben. Living Town. In der Nähe von Wäldern haben wir dann einen Bonus. Weil wir jetzt... Ach so, weil wir das Bild von denen genommen haben, von den Windwalkern. Ah, Moment, das ist jetzt... warte mal ganz kurz, Cancel. Sollten wir vielleicht hier, angenommen, wir wollen die Magier nehmen und dann machen wir Add. So, dann haben wir nämlich auch die Stats von denen, weil sonst wäre es ein bisschen doof. Power through Pain, genau. Power durch Schmerz, das ist eine interessante Sache. Die komischen Zealots, das ist sonst schlecht, wenn man die hat. Ah ja, und die Quest, die haben auch nur eine jeder von denen hat eine eigene Quest, die man verfolgen kann, aber nicht muss auf der Welt. Und das ist halt alle möglichen Boni-Sachen, die sie kriegen können, auch Zauber, die, ich glaube, die lasse ich sogar fast großartig einfach mal stehen. Wobei jetzt halt der Sinn auch dann wieder verfehlt ist, dass ich die überhaupt genommen habe, ne? Mal gucken. Es ist alles, was mit Arkan und Zeug zu tun hat. Wenn ich jetzt den wegnehme, glaube ich, ist das ein Problem. Hey, wir können einfach was dazuwerfen. Lass uns einfach was dazuwerfen. Das ist auch eine gute Idee. A Song of Ice. Only Ice. Dass ich mich schneller bewege im Winter. Das hört sich toll an. Das nehme ich. Weil ich glaube gar nicht, wie langsamer wird im Winter. Es gibt auch Jahreszeiten, deswegen. Wie Punkte habe ich noch übrig? Noch für 5 Punkte kann ich mal was holen. Für Kosten sortieren wir mal. Können wir Nachteile kaufen, aber das will ich gerade gar nicht. Oh, hey, wir können auch was mit 3 holen. Dass ich einfach weiter gucken kann. Ja, das hört sich gut an, das nehmen wir. Und dann holen wir uns noch für... Ah, ne, warte mal, jetzt habe ich mir... Hey, warte, Moment. Doch noch 3, noch irgendwas mit 3 jetzt nur noch. Hier was mit 2. Ich habe einfach 20... ein bisschen mehr Geld am Anfang. Aber warum nicht? Nehmen wir das noch mit. Perfekt. Ich kann das nicht validaten. Achso, weil ich den Namen noch nicht eingegeben habe, vielleicht deswegen. Nehmen wir sie mal, nicht Test, nehmen wir sie mal. The Master of Magic. Einfach mal so. Aber ich kann nicht validieren. Irgendwas fehlt da noch. Ah, jetzt kann ich validieren. Perfekt. Nehmen wir die mal. Die sind jetzt ein bisschen, was ist, your custom race. User, all points. Ja, ja, klar, weil wir jetzt ein bisschen einen Punkt weniger haben. Für den einen Punkt, da suche ich nicht lange rum. Und wir selecten die einfach mal. Und der Rest ist zufällig. Komm, start. Guck mal endlich was im Spiel. Guck mal endlich das Spiel an. Es dauert zu lang hier. Die Welt wird natürlich wieder zufällig generiert. Deswegen dauert es auch 2-3 Sekunden länger. Genau. Das hat er erst alles zurechtgetackert und dann sagt er, Moment, Badding. Okay, jetzt geht der Balken nochmal rauf. Ach, jetzt will er das auch alles verifizieren, was er gerade eingestellt hat. Och, ne, hör doch auf. Mein Gott. Was kommt davon, wenn man so viel eingestellt hat? Das Gute ist, im Spiel danach wird das Spiel nahezu fast nicht mehr laden. Deswegen einmal am Anfang ruhig laden lassen, ein bisschen. Dann hat man es wenigstens durch. Und ich glaube, jetzt sind wir gleich fertig. Ja, da sind wir doch schon. Aha. You have encountered a new minor faction. Ach ja, genau. Das ist nämlich der Gag. Man kann halt andere Fraktionen treffen im Spiel, die man in der Regel entweder durch Handel auf seine Seite kriegt oder einfach umboxen. Danach kann man quasi, wenn man so umboxt, muss man nach deren Ecke wieder aufbauen, damit man die quasi als erstmal als billige Leiharbeiter kriegt. Das müssen wir mal gerade. Show Location können wir kurz machen. Da können wir mal sehen, wo sie sind. Okay, wir haben gleich die Drachen getroffen. Okay. Nein, auf Wiedersehen. So, jetzt zoomen wir mal ein bisschen raus. Oh, gucken wir mal ein bisschen von oben. So sieht das Spiel nämlich aus, wenn man von oben drauf guckt.
Was ich sehr cool finde. Man kann auch hier richtig fies reinzoomen und auch unsere Typen genau angucken. Hier so, die Bäume sehen leicht flach aus, aber hier die anderen Gebäude, die sind ja recht cool. Ja. Das Spiel ruckelt jetzt gerade ein bisschen, weil ich habe nämlich gemerkt, die Framerate ist absolut im Keller gegangen. So, jetzt gucken wir mal hier. Ah, das ist unser Typ. Wir haben unseren Siedler und zwei von den Typen, die Nahkampf wollen. Und bevor wir jetzt überhaupt irgendwas klicken, so tun wir jetzt erstmal die Info hier einschalten. Jetzt sehen wir, wo es was für Ressourcen gibt. Und wir wollen ja nicht schlecht dastehen. Hier hinten, also gibt es hier die, ne? Die runden Symbole ist Geld. Dieser fast aussieht wie eine Ehre, ist natürlich Nahrung. Zahnräder ist, wie viel Arbeitsleistung wir rauskriegen wir aus so einem Feld. Und dieses blaue Symbol ist quasi Forschungspunkte. Also je mehr da drauf, also der Gag ist, hier wird nicht nur eins von benutzt, sondern es wird immer alles, was auf dem Feld steht, benutzt. Deswegen ist es relativ interessant, auch Felder zu haben, wo einfach super, super viel drauf ist. Zum Beispiel wie das hier, das sieht super aus. Weil es sind drei Werte drauf, die relativ gut aussehen. Relativ. Da wir unsere Stadt aber noch ausbauen können auf der Ebene, sollten wir ruhig ein paar Meter laufen. Lass uns mal nach hier laufen. Lass uns mal hier laufen kurz. Schweben mal schnell hier rüber. Aber wenn ich hier hinbaue, dann ist diese beiden Felder natürlich dann über die Wupper gehen hier sofort. Hey, weißt du was? Wir bauen hier hin und hauen sofort eine Stadt dahin. Was soll der Geiz? So, können wir noch sagen. Ich kann noch da draufsetzen. Nee, wir nehmen mal hier hin. Wir nehmen mal hier hin, dann können wir nach allen Seiten schön bauen gleich. Ja. So. Der wächst auch gleich ein bisschen die Stadt da raus. Wunderbar, jetzt haben wir keinen Turm dahin geknallt. Hier, die Typen können jetzt entweder hier Patrouille stehen, aber das mache ich nicht. Meistens laufe ich immer rum und haue irgendwas tot. Wie ihr schon seht, hier sind Linien am Rand. Das ist quasi mein Einzugsgebiet, nämlich das gehört mir. Wenn ich jetzt richtig rauszoome, was ich sehr geil finde übrigens, dann sieht man so immer sehr schön, wo das Gebiet und was da gerade passiert und der Name vom Gebiet. Ich weiß noch nicht mehr, wie mein Gebiet heißt, weil irgendwie fehlt hier die Hälfte vom Namen. Irgendwas mit S am Ende. Und hier ist auch irgendwas, was ich anklicken kann, aber das sind Tempelruinen, wo ich was drauf, glaube ich, zimmern kann später oder was hin mit anstellen kann. Aber jetzt glaube ich noch nicht, oder? Kann ich was machen da? Hier, da. Lauf doch mal los. Gucken, was das ist. Ich glaube, ich habe zu oft bewegt. Das heißt, wir warten erstmal und warten ab. Mal gucken, was passiert. Ah, wir haben eine Idol. Ah, das stimmt, stimmt, stimmt. Wir haben noch Forschung. Oh, genau, wir können noch forschen. Ha, Forschung, ja, stimmt. Ja, das ist immer eingeteilt. Das ist hier so Produktion und Geld und Nahrung. Und hier unten ist mehr so die Forschung in der Stadt. Das ist mehr so die Forschung, dass man besser forschen kann, als auch Waffengeschichten und so Materialien. Und hier oben ist mehr so Einheitengedöns. Das steht auch immer schön drauf. Das ist bei jedem dieser Fenster dieser jeweiligen Epochen immer wieder gleich zu sehen. Das ist also kein Problem. Womit fangen wir an? Am besten Nahrung und so am Anfang haben. Nahrung, glaube ich, oder abbauen. Abbauen? Das ist Geld. Das ist auch Geld. Das ist, ja, dass man einfach ein Lagerhaus bauen. Na komm, das ist eine gute Idee. Fangen wir damit mal an zu forschen. Man kann auch jetzt schon sagen, wie viel man forschen will. Ich will das ja nachher forscht haben. Hau rein. Gut. Schön übersichtlich. So, irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Irgendwas war mit der Stadt, hat die gemeint, ne? Der Stadt. Verlassen wir uns jetzt mal. Ich will nicht rausbewegen, aber ich geht nicht. Warte mal, wenn ich jetzt. Entwendro sagt er wieder doch bestimmt. Nein, sagt er nicht. Weil die Stadt hat natürlich jetzt nichts getan. Für das Geld der Stadt. Lass mal. Okay. Genau, jetzt ist die Quest von denen startet hier gerade. Also ich gucke, das ist immer so Lara-Fire-Text, den kann man natürlich durchlesen, damit die Story ein bisschen besser rüberkommt, aber irgendwann hat man auch keinen Bock mehr zu lesen, also liest man hier unten Zusammenfassung davon. Also irgendwann soll man tot rechnen. Okay, oder? Bring together follow and faithful after the event of your brother's death. Nein, wir sollen erstmal nur Leute zusammenkriegen. Okay. Parley with two cities. Ah, wir sollen mit Leuten verhandeln. Wir sollen zweimal mit Leuten verhandeln. Gut, gut zu wissen. Okay. Okay, das heißt, man will mit zweimal Leuten verhandeln. Das heißt, wir sollen nicht Leuten einmal ins Gesicht springen. Wir sollen bloß mit denen verhandeln. Okay, okay. Da oben wäre jemand, mit dem verhandeln könnten. Aber ich will mir erstmal die Landschaft angucken hier oben. Und jetzt gucken wir erstmal hier nochmal. Das kann man übrigens dann ausschalten auch, damit das nicht ganz so schlimm aussieht. So, alles, was im Einzugsbereich steht, sieht man natürlich immer noch, was da los ist. Gott. So, jetzt wollen wir mal gucken. Was haben wir in der Stadt hier? Jetzt haben wir nämlich die Stadt hier. Wir könnten das bauen. Es gibt einfach einen Standard, so eine Art Founders Memorial, so eine Art. Das sind unsere Vorfahren. Die haben alles hier geopfert oben, so ein bisschen. Und dadurch kriegt man überall einen Bonus drauf. Das ist eigentlich super. Oder man baut Einheit. Nee, komm, bauen uns einen Bonus. Bonus ist gut. Vier Runden ist das Spaßding fertig. Man kann auch Greck kaufen, aber wir haben kein Geld, deswegen. Geld. Aufstein? Nein. Enter. Weil wir sind fertig. Weil ich kann schon die Grenzen hier eigentlich gut sehen. Eigentlich muss da gar nicht hinlaufen mehr.
Das haben wir fertig geforscht. Wie es aussieht. Ja, sieht so aus. Und dann kommt das nächste durch. Das, was ich angeklickt habe. Perfekt. Lass uns weiterlaufen. Ist in der Stadt was passiert? Nein. Quasi doch, weil wir haben mehr Bevölkerung gekriegt. Das ist der Vorteil nämlich bei normal sich wachsenden Städten. Weil, ne? Die Bevölkerung kommt von selber dazu. Je mehr Nahrung man hat, desto besser und schneller geht auch das von zu Rande, sag ich mal. Ne? Hm. Oh ja, jetzt könnte ich angreifen, weil ich natürlich noch nicht geforscht habe, mit denen normal zu reden. Lassen wir das mal noch. Gehen wir woanders hin. Irgendwo laufen bestimmt hier Gegner rum, die wir einfach so umnatzen dürfen. Einfach Monster, die sagen, wir bringen dich um. Wobei das genau womöglich wird jetzt nicht passieren, weil es auf einfach eingestellt hat, ne? Hier oben sind übrigens die Zauber, die ich benutzen könnte. Immer Hitters hier, glaube ich. War das das? Genau, da kann ich quasi Stadtfelder bezaubern, damit die da mehr Forschung rausziehen können. Und das andere hier ist Pillar of Speed. Genau, damit kann ich quasi Straßenlaternen überall hinknallen und da ein paar Runden lang alle Einheiten, die da langlaufen, haben mehr Bewegungsgeschwindigkeit. So wie ich weiß, kann man das auch, glaube ich, durch andere Forschung noch mehr ausbauen, dass man noch andere Sachen kriegt, außer die zwei Sachen. Aber das wird übersichtlich, weil das wird, glaube ich, nicht riesengroß, das hier, die Ecke hier oben. Ach, ich will eigentlich nur... Ah, wir haben neue Typen gefunden. Aha. Wobei, wisst ihr was? Wir sollten vielleicht hier oben so übrigens die Sache, die man machen kann. Man kann auch Helden anheuern, was eine gute Sache ist, weil jede Stadt und jede Armee sollte eigentlich einen Helden haben, damit die nämlich auch Level steigt und Zeug macht. Was wollte ich jetzt nochmal machen gerade? Wir wollen das sind die Städte in der Übersicht. Das ist mein Imperium als Übersicht. Was, Zeug steht hier natürlich. Forschung, genau. Ich will nämlich gerade was abändern bei der Forschung. Das mit dem Abbauen ist noch gut, aber dann wollen wir dieses Parlehmer haben. Das ist nicht Parlehen. Das ist ein Abwassersystem. Schön. Kam Matters. Nein. Language. Parley, genau. Parley und alle Leute bestechen und auch mit denen einfach schwätzen. Das ist eine gute Idee. Machen wir das erstmal, bevor wir den Rest hier machen. Bauen wir das noch mit ein. Weil wenn wir das als Quest haben, sollte man das unter Umständen tun. Einfach mal tun, weil das ist gut. So, nächste. Man kann auch nur eine Stadt haben in so einem Gebiet. Und jedes Mal, wenn man eine Stadt gebaut hat, ist halt das Gebiet einem. Okay, das ist wieder fertig. Das heißt, dann gleich haben wir auch endlich die Möglichkeit zu parlayen. Und hier kann man auch gleich draufklicken und dann zurück zur Stadt springen, weil hier nämlich was fehlt. Jetzt können wir ein paar Sachen reinmachen. Wir wollten ein Kornspeichermäßiges Ding haben. Wir wollten was Abbaumäßiges haben. Da muss ich auch sagen, wo? Nämlich hier. Und wir bauen, weiß ich nicht, bauen wir noch einen Siedler? Nein, wir bauen ein Borough. Wir bauen einfach ein bisschen mehr für mehr Bevölkerung und dann bauen wir nämlich hier so. Halt, bevor ich nicht weiß, wo wir hinbauen sollen. Wir bauen quasi die Stadt jetzt felderweise auf. Und alle die Randgebiete davon haben natürlich auch noch als Ressource-Bonus. Deswegen, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Da oben vielleicht. Da oben ist Geld. Oh, da oben ist Geld. Nehmen wir das Geld mit. Wenn das dann fertig ist, sind die Gebiete ja auch noch uns. Und so wachsen auch dann die Städte immer weiter und weiter. Und gleich haben wir noch Bevölkerung hier oben. Der Balken wird bald voll. Dann haben wir noch einen Typen mehr, den wir rumschubsen dürfen in der Stadt. Man kann hier oben auch rum... Ach, das ist sowas, was ich von Master of Iron noch gut kenne. So, hier oben könnte ich nämlich auch die Arbeitskraft von diesen drei Leuten, die wir jetzt gekriegt haben, auch umpositionieren. Hier, die tun jetzt gerade alle Namen produzieren. Ich könnte auch sagen, damit wir schneller bauen, könnte ich sagen, nee, nicht alle wollte ich nicht nehmen. Aber ich nehme hier mal einen raus und packe den hier zur Herstellung von Sachen. Weil dann haben wir auch mehr, ich sag mal, Punkte hier unten, wo man in der Stadt was baut. Ich könnte auch irgendwo anders drauf schmeißen, könnte auch irgendwo hier hinten mit beiwerfen, dann sagen, wir haben mehr Einfluss und so ein Kram. Aber das wollen wir ja noch gar nicht, wir wollen einfach schneller bauen. Das ist eine gute Idee. Perfekt. Gut, gut. Nee. Und hier das Ding ist auch so, jedes Mal, wenn wir in der Bevölkerung mehr kriegen, kann man auch sagen, ich will das Ding bei Nahrung haben, oder? Nein, kann ich nicht, oder? Oder? Nein, ist einfach nur Infopanel. Einfach raus, ein- und ausschalten, okay. Aber das ist eine gute Sache, wenn man jetzt irgendwo Essen minus hat, sollte man vielleicht ein paar Leute wieder zum Essen zurückschicken und sagen, ihr müsst mehr anbauen, das klappt nicht, so ungefähr. Wo ist unsere Einheit gewesen? Da unten. Nee, das war jetzt das hier. Ach nee, das ist einfach nur, dass wieder ein Typ mehr gekommen ist. Jo, hab ich ja gesehen schon. Jod, da ist unser Typ, gut. Kann man auch fast nicht erkennen, ne? So klein wie er ist. Schlimm. Wisst was, wir machen jetzt aber mal einen Kampf. Wir machen mal einen Kampf, sonst sieht man ja nachher nicht, worauf die Sache hier auslaufen wird. Wobei wir den, glaube ich, einen Kampf anfangen, ist ein Fehler. Vielleicht lass uns mit denen parlen, lass uns mit denen reden. Nur ein bisschen reden wenigstens. Ja, das Ziel des Spiels ist natürlich wie immer, wir hauen alles platt oder wir versuchen natürlich die Weltherrschaft an uns zu reißen. Da gibt es halt, wie wir am Anfang sehen konnten, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Jetzt haben wir Language. Yes, wir können mit Leuten reden. Vorher haben wir nur mit Handzeichen uns verständigt. Jetzt haben wir eine Aussprache endlich.
Jetzt können wir die briben. Das ist nicht Parlehen. Parlehen ist das. Einfach Geld geben. Hey, hey, immer Geld. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen mit denen reden. Vielleicht haben die eine Quest für uns, damit sie... Ja. Okay, to pacify the her and her. Donate some luckers to help the merchant. Okay. Und dann kriegt man Purification. Okay. Sollen Luxusgüter spenden, die ich noch gar nicht habe. Das ist jetzt ein Problem. Das Gute ist, man kann auch hier unten, man sieht auch hier, man hätte auch darauf klicken können und dann da drauf geht auch. Ich schwätze mit diesen Hydras, die hier oben waren. Mal gucken, was die sozusagen haben. Vielleicht was Einfacheres. Außer, ich fress dich auf. Hoffe ich. Ach, Palevis at least. Wir müssen womöglich das gar nicht erfüllen. Wir können auch gar nicht einfach angreifen, wie es hier aussieht. Das ist interessant. Weil jetzt haben wir gepalet, eins von zwei nämlich schon. Das ist die Hauptquest ja. Oh. Aber oh, hier haben wir auch ein Level Up, was man auch mal zeigen kann. Das ist unser Held, der übrigens bei jedem anders aussieht. Das ist seine Ausrüstung, die man auch bessere finden kann. Also am Anfang ist das alles ein bisschen meh. Je besser seine Stadt ausgebaut ist, so mehr Sachen haben auch zur Auswahl. Das muss man dann noch bauen, nachdem man dann... Ne? Man hat also erst die Handwerker und dann sagt man denen, jetzt bauen wir so eine Rüstung. Wir können auch nichts machen hier. Wir können auch magische Artefakte in die Hand drücken. Haben wir noch keine. Aber hier, das ist sehr interessant. Ein bisschen Skilltree haben wir auch noch. Das ist sehr cool. Zum Beispiel können wir hier sagen, das ist, man muss natürlich die Linie so ein bisschen nachlatschen, aber egal. Science! Flory on the Guidance of the... Ja, wir haben, wenn wir in der Stadt wären... Was wir nicht sehen. Haben wir mehr Forschung. Er bringt mir nichts. Dann haben wir noch Indiana Bones. Ja, die Bezeichnungen sind manchmal sehr unterhaltsam. Also, jetzt, wenn wir Ruinen ausbuddeln, dann kriegen wir mehr Zeug daraus. So, Deutsch, wir haben gelernt, endlich in Ruinen besser hinzugucken. Gut, gut. Oder das andere ist, wir haben in gewissem Terrain besser Verteidigung. Hey, komm hier, Indiana Bones. Indiana Bones. Und dann könnten wir für nächste Level auch schon hier hochwandern. Dann haben wir nämlich mehr XP pro Runde. Das ist sehr cool. So, ich will aber noch mit den Typen schwätzen. Oh, da war irgendwie noch jemand Level Up. Ach nee, das Level Up hat sich auf meinen Helm bezogen. Perfekt, kein Problem. Was? Pillars unused. It was quiet sometimes. It's the last of the near resource of Activate One. Okay. Parley? Okay, und die Jungs wollen Parley. Was ist das? Gather more information about the brothers. That's okay, jetzt haben wir mit zwei Leuten geschwafelt. Und jetzt haben wir den Teil der Quest schon, so wie es aussieht, nämlich erreicht. Reward 10 Blood Crystal. Das ist eine spezielle Ressource. Beziehungsweise luxuriöses Zeugs. Gut zu wissen. Man kann damit scheinbar auch... Man kann damit auch für 10 Runden irgendwie Sachen boosten, wie es aussieht. Man kann zum Beispiel da sagen, hier Einheiten machen 25% mehr Aua oder sowas. Oder die Leute in der Stadt sagen, yay! Yeah! Alles top. Okay. Und ja, das war jetzt nur, dass ich die Quest geschafft habe. Jetzt kommt natürlich die Palais. Mit dem Schwätzen. Nehmen wir nochmal. Das ist die neue Quest sogar noch. Free our people. Find and destroy the village. Located nearby. Hast du nicht gesehen. Und dann kriege ich dafür weitere Sachen und... Ah, Spices. Ah, das hatte ich woanders abgeben konnte. Kann ich jetzt endlich Palais mit denen? Nein. Oder war das wirklich Palais, die Quest? Faction Quest, 1 von 2. Ah nein, halt. Das war eben die Quest. Jetzt habe ich es wieder durchschaut. Jetzt müssen wir mehr Truppen haben, müssen eine gewisse Ecke laufen, alles kaputt hauen. Und das sind jeweils die Sidequests von den Vereinen, die wir gerade haben. Ah, okay, okay, okay. Ja, das geht auch immer so weiter. Das geht immer so weiter. Und wenn wir irgendwann andere treffen, wir können auch einfach das alles ignorieren, einfach alles kaputt schlagen und einfach alles wie normale, typische 4X-Games spielen. Einfach alles rumlaufen, alles kaputt schlagen. Ich will aber jetzt nochmal einen Kampf zeigen. Ich will endlich einen Kampf zeigen, weil das, ich glaube, das haben wir nötig. Ich glaube, das haben wir wirklich langsam nötig. Weil der ist relativ... Ja, ja, wir können da jetzt auch... Wir haben jetzt unten Mine uns... Ein... Oh, hier, Dämonen. Oh, yep, das ist auch eine Fraktion. Fiese Dämonen, die doof rumsitzen. Die kann man danach dann kriegen. Die sind wirklich Einheiten, die man in der Schlacht auch haben darf. Weil wenn ich jetzt mit einem von denen hier, wenn ich bestochen hätte, einen von beiden, dann hätte ich die nämlich auf dem Bildschirm hier.
Wo haben wir es? Moment, lass mich kurz gucken. Hier. Da gibt es extra hier so Reiter, wo man sagen kann, ich möchte eine der Fraktionen, die wir getroffen haben bis jetzt, also diese kleinen Punkte, wo wir gerade zum Beispiel Dämonen zum Beispiel jetzt in mein Reich integrieren und dann habe ich die auch in der Armee quasi. Da kann ich auch als Einheiten von denen bauen, was sehr, sehr cool ist, finde ich. Man kann da leider nur begrenzt viel machen. Zum Beispiel, ich glaube mal, das sind hoffentlich nicht stark, aber sonst werden wir einfach nur weggebasht von denen. Und ihr seht einfach, wie ich gleich völlig scheitere. Das kann auch immer passieren. Nein, nein, ich sag Attack! Ich weiß nicht, was es ist, aber Attack! Oh mein Gott, das waren die Dämonen! Ah, nein! Angeblich sind wir so ganz klein bisschen stärker. Angeblich. Wir haben einen Helden, die nicht. Der Held ist glücklicherweise im Kampf gleich. Manuell machen wir auf jeden Fall, machen nicht Auto. Offensiv, jawohl, und ready to fight. Was sehr cool ist, hier die Ecke wird es zum Schlachtgebiet. So. Nämlich so sieht's auch aus. Das ist unsere Schlacht. Das sind die komischen Typen. Die stehen jetzt im Wald und das sind die fiesen Dämonen, die uns bestimmt platthauen werden, wie es aussieht. Kannst du was tun? Ach nee, warte mal, das ist Deployment-Phase. Ich muss jetzt noch den Leuten sagen, ob sie so stehen bleiben sollen. Ja, weil hier das ist ein guter Engpass. Warum nicht? Wenn einer von denen nur schießen kann, ich hoffe, sie kann schießen, dann können wir bestimmt immer drauf bratzen und hier, die können maximal immer nur einschlagen. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja. Okay. Jetzt kann man nämlich schon endlich Befehle geben. Man könnte nämlich sagen, sie geht jetzt nach hier. Was ich immer nicht tue, weil ich lasse einfach stehen. Sondern sie soll ruhig da auch angreifen mit. Er hier soll auch auf ihn hier angreifen und du natürlich auch auf ihn hier. Macht keinen Sinn, wenn du da hinten irgendwo hingehst. Gut. Und dann würde ich mal sagen, das waren die Targets. Oder würde ich sagen, launch. Dann tun wir nämlich los und dann geht der Kampf auch direkt vonstatten. Au. Au. Oh. Die haben mehr als einen getroffen. Das war nicht so gut. Oh Mann. Das heißt, wenn ich jetzt angreifen sollte. Ah ne, das war sie jetzt. Oh, von hinten fies die Eisprojektile am Schmeißen. Es rückelt übrigens normalerweise nicht so sehr im Spiel. Warum auch immer, habe ich jetzt gerade unglaublich beschissene Frames-Anzahlen. Oh nein. Au. Und der haut immer so durch mit seinem Angriff. Das ist nicht gut. Jetzt sind die auch eh alle tot. Jetzt läuft der bestimmt durch. Ja, macht er auch. Das ist nicht gut, wir können sie nicht aufhalten. Aber die können nichts machen. Doch, dann so doch. Ah, nein, nein, nein. Aber wir haben keinen Schaden gekriegt, aber er hat dafür sehr viel Schaden gekriegt. Das ist perfekt. Du schießt weiter auf den. Machst null Schaden, das ist nicht sonderlich viel. Du haust hoffentlich auf ihn. Nein, auf den. Auf den. Den, Junge. Gut. Wobei, warte mal, wir machen Fokusfeuer. Wir machen erstmal einen kaputt. Nächste Runde. Oh nein, der fliegt. Ah, der fliegt. Ah, hab ich ganz vergessen. Oh, das ist nicht gut. Okay, er kriegt aber mehr Schaden als ich von ihm. Ja, piu, piu, piu. Ah, noch steht er. Noch steht er. Machen wir direkt nächste Runde. Was soll der Geiz? Jetzt kommt der nämlich eh ran geschreddert und werden von allen Seiten niedergewalzt, womöglich. Ja, 47 Schaden noch für ihn, okay. Quatsch. Okay. Das wird ein knappes Rennen für mich, aber ich muss ja unbedingt Dämonen angreifen, ich Vollhorst. Ein bisschen geheilt zwischen. Oh, die glaube ich sind eigentlich schon tot. Ja, die sind alle tot, oder noch nicht ganz, aber fast tot. Oh, oh, get it off down, get it down. Und, gestoppt. Ja, oh Mann. Das heißt mal nur noch ich und der. Oh Mann. Warum greife ich zuerst? Natürlich greife ich nicht zuerst an. Oh shit. Oh, ich habe mir ein bisschen geheilt vorher, glücklicherweise. Aber ich glaube nicht, dass das reicht. Er kriegt 50, ich 25. Ich glaube, wir sind beide Toast. Oder? 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 Oh mein Gott, ich habe es gerade überlebt. Ich habe es gerade so überlebt. Mein Held hat mit 7 Lebenspunkten überlebt. Um Himmels Willen. Aber dafür haben wir es ausradiert. Das wäre Plan B-Variante gewesen. Man radiert sie quasi erst aus und nach. Wenn man dann hier in der Stadt hätte, kann man das wieder aufbauen. Dann hat man dann auch Dämonen, wenn man sie dann haben möchte. Aber wie ihr seht, das ist nicht unbedingt eine schlaue Idee gewesen, mit den Magiern, mit Dämonen in Nahkampf zu gehen. Ja. Aber ich glaube, das lassen wir mal so stehen. Natürlich, das wird dann noch viel größer. Man hat auch viel coolere Einheiten und so.
die ich jetzt nicht zeigen kann, weil das Spiel aus mir nicht bekannten Gründen hat eine unfassbare, das Spiel tankt sozusagen gerade unglaublich meine Framerate, weil ich nehme das nicht am Aufnehmen, weil ich ja wirklich nur 15, teilweise nur 10 Frames jetzt hier habe, deswegen ruckelt das teilweise ein bisschen. Aber hey, wenigstens habt ihr jetzt mal ein bisschen gesehen, wie es so ist, wie es so läuft. Ist auch auf Steam erhältlich gerade momentan. Ich würde sagen, nicht direkt kaufen, auch wenn es euch gefallen würde. Warum? Bald haben wir doch wieder Winter Sales und dann wird das Ding nochmal einen ganzen Stapel günstiger. Und das wird bestimmt großartig dann, ne? Wenn das Spiel hier für ein Apfel und Ei mal in die Hand gedrückt kriegt. Ja, aber ansonsten, ich sollte vielleicht das auch wieder ausmachen. So. Kann man auch die Landschaft besser sehen. Das ist, die Framerate ignoriert das trotzdem leider voll komplett. Nee, aber das ist ein cooles Spiel. Die Musik ist halbwegs knuffig. Und auch ansonsten, wie gesagt, das läuft ansonsten relativ flüssig auch an meinem Rechner. Das ist jetzt nur, wie gesagt, wegen der Aufnahme. Ruckelt das hier. Ja, cooles Spiel. Und ja, wer Civ toll fand, aber das alles mehr ein bisschen Fantasy angehauchter haben will. Und vor allem, ich sag mal ein bisschen, man hat auch, glaube ich, bei denen hat auch ein bisschen größer, krassere Events sozusagen. So die ganzen Questreihen, die werden auch, die ufern quasi immer in wilderen Sachen aus. Ja, und da kann man wahnsinnig viel cooles Zeug hier anstellen. Gerade wenn man Einheiten, eine komplette Armee hat, nur von Fliegern und der Rest nur so irgendwelchen Typen, die am Boden rumkrauen, da sagt man so, haha, ihr könnt nicht fliegen, haha, wir ballern euch alle tot. Sehr cool. Gut, lassen wir so stehen. Das war's von mir, MK3. Und ja, ich wünsche schon mal soweit ein schönes Wochenende. Bald geht's weiter wieder mit Skyrim. Und tschüss.